Ich möchte euch zeigen, wie man mit Tracking-Stöcken ein Steel-Shelter aufbaut. Das ist eine Tarp-Aufbau-Variante. Als ersten Schritt schmeißt man den Tarp auf den Boden. Das ist ein 3x3 Meter Tarp. Als nächsten Schritt macht man den Tarp auseinander. Jetzt nimmt man einen Tracking-Stock und spannt genau diesen hier, diese Abspannschlaufe. Und zwar nicht der an der Ecke und auch nicht der in der Mitte, sondern genau dazwischen. Den spannt man jetzt auseinander. Jawohl, und das machen wir mit der anderen Seite auch. Jawohl, der hier ist kaputt gegangen, das muss ich schon wieder reparieren. Ich würde die Tracking-Stöcke noch so ein bisschen höher machen. Jawohl, jetzt nimmt man diese Ecke und spannt den hier unten ab. Und das machen wir mit der anderen Seite auch. Jetzt nimmt man diese Hälfte davon und packt diese andere Hälfte hier drunter. Das soll nämlich später der Boden werden. Jetzt nimmt man diesen Abspannelement, also nicht der von der Ecke und auch nicht in der Mitte, sondern genau dazwischen. Und den spannt man dann hier auf den Boden drauf. Ja genau, und das machen wir mit der anderen Seite auch. Jetzt nimmt man diese Ecke und versteckt den einfach hier drunter. Und diese Ecke, den spart man auch auf dem Boden drauf. Ja genau, das macht man jetzt mit der anderen Seite auch. Ja genau. Wenn man den hier noch wegspannt, dann ist das komplett fertig. Aber ich habe keine Heringe mehr und ich bin gerade zu faul, um die zu schnitzen. Deswegen, ihr müsst in euren Kopf das denken, dass das hier auch noch abgespannt werden soll. Das ist perfekt. Aber so ist auch schon gut. So, jetzt noch diesen Boden ein bisschen fertig machen. Und fertig ist das Steel Shelter. Das ist diese Aufbauvariante mit einem 3x3 Meter Tarp. Und ich finde diese Tarp-Aufbauvariante auch chillig. Es fehlt nur, dass das hier noch gespannt ist und dann ist perfekt. Weil diese Aufbauvariante so flach ist, wird man im Wald kaum entdeckt. Und deswegen ist diese Aufbauvariante voll cool. Die kann ich empfehlen. Und hier hat man noch so ein bisschen Platz für Gepäck und sowas. Falls ihr noch weitere Tarp-Aufbauvarianten kennt, die ich noch nicht drangenommen habe, dann schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Weil ich bin ein richtiger Ziegenmilchgesicht mit Schamhaaren dran. In diesem Video zeige ich euch die Bodybag-Tarp-Aufbau-Variante. Mit dieser Aufbauvariante seid ihr im Wald sogar noch eine Nummer stärker versteckt. Deswegen gebt euch dieses Video auch.